Ein kleines Postamt im ländlichen Schweizer Thurgau. Ein verhängnisvoller Überfall. Und ein brutaler Mord. Wer hat die 33-jährige Yvonne B. umgebracht und warum? Die Fernsehfahndung Aktenzeichen XY ungelöst ist dieser Frage nachgegangen. Nicht nur viele Menschen im Dorf hat dieser Fall erschüttert, wie Kriminalitätsexperte Ralf Döbele weiß. Wir sind hier in Mettlen, ein kleiner Ort im schweizerischen Kanton Thurgau. Gerade mal etwa 500 Einwohner und auch nach mehr als 25 Jahren hallt eine brutale Tat, die hier Anfang 1996 geschehen ist, immer noch nach. Ich habe mich im Vorfeld mit Bewohnern der Ortschaft unterhalten und viele erinnern sich noch an eine junge, sehr freundliche Frau, die Opfer von rücksichtslosen Tätern wurde. Mettlen liegt in der Nähe des Bodensees, etwa 20 Kilometer von Konstanz entfernt. Im Zentrum von Mettlen befand sich früher die Poststelle. Inzwischen gibt es die nicht mehr. Im ersten Stock dieses Wohnhauses wohnte die Familie des Pöstlers. Die war im Februar 1996 zunächst aber im Skiurlaub. Und in dieser Zeit kam eine Vertretung nach Mettlen, die hier auch bereits bekannt war, Yvonne B., 33 Jahre alt. Yvonne B. arbeitet seit 10 Jahren bei der Schweizerischen Post als Springerin. Immer wenn jemand krank wurde oder wenn jemand in Urlaub ging, kam sie als Vertretung, half aus. Und auch hier in Mettlen hatte sie bereits mehrfach ausgeholfen. Sie war recht bekannt im Ort und auch sehr beliebt. Der Tag in Mettlen beginnt für Yvonne B. sehr früh. Jeden Morgen gegen 6.30 Uhr wiederholte sich ein tägliches Ritual. Und zwar kam ein Postfahrer und brachte die Postsendung des Tages nach Mettlen zur Poststelle. Yvonne B. sortierte diese Sendung dann und trug die später auch aus. Parallel dazu absolvierte sie den Schalterdienst. In der Nacht auf den 3. Februar 1996 erhält die Postfiliale in Mettlen ungebetenen Besuch. Ein Mann versuchte, in das Gebäude einzudringen, konnte dies allerdings nicht über die Fenster im Erdgeschoss, denn die waren allesamt vergittert. Stattdessen kletterte er auf den Balkon der Privatwohnung, drang in die Wohnung ein und durchsuchte auch die Wohnräume des Posthalters. Er fand allerdings nicht viel. Schließlich versuchte er, die Sicherheitstür zu den Posträumlichkeiten aufzubrechen, was ihm nicht gelang. So entschloss er sich zu warten, bis die Mitarbeiterin eintraf. Yvonne B. lebt auf der deutschen Seite des Bodensees in Konstanz. Der 3. Februar ist ihr letzter geplanter Arbeitstag in Mettlen. Die Familie des Posthalters würde einen Tag später aus dem Skiurlaub zurückkehren. Yvonne B. nahm sich also vor, die Postfiliale besonders ordentlich zu hinterlassen. Und sie stand früher als gewohnt auf an diesem Morgen und machte sich auf den Weg nach Mettlen. Gegen 6.20 Uhr trifft Yvonne B. dort ein, rund 10 Minuten früher als sonst. Sie ahnt nicht, dass ein Verbrecher auf sie wartet. Man muss sagen, sie lief dem Täter quasi direkt in die Arme. Der Mann bedrohte die Frau mit einer Pistole, zwang sie dazu, die Sicherheitstür zu den Posträumlichkeiten zu öffnen. Danach zwang der Täter die Frau auch, den Tresor zu öffnen. So erbeutete der Täter rund 47.000 Franken in bar und Vignetten im Wert von 3.000 Franken. Bis dahin hatte die Postmitarbeiterin sämtliche Forderungen des Täters erfüllt. Dennoch wurde sie dann mit mehreren Schüssen in den Rücken getötet. Unmittelbar nach der Tat, gegen 6.35 Uhr, trifft der Postwagen ein. Der Fahrer wundert sich, dass ihm nicht geöffnet wird, obwohl das Licht brennt und Yvonne B.'s Auto vor dem Haus steht. Yvonne, bist du da? Mach auf, ich bin der Beat. Noch während ihr Kollege nach Yvonne B. sucht, flüchtet der Täter. Vermutlich durch die Haustür des Gebäudes. Kurze Zeit später sieht der Fahrer des Postwagens durch ein Fenster die getötete Yvonne B. auf dem Boden liegen. Eine der wichtigsten Fragen der Kantonspolizei Thurgau in diesem Fall war sicher, warum wurde Yvonne B. hinterrücks erschossen, obwohl sie sämtlichen Forderungen der Täter nachgekommen war. Eine Hypothese war, möglicherweise war die Tat von einem früheren Postmitarbeiter verübt worden. Möglicherweise hatte Yvonne B. ihn sogar erkannt. Da sie als Springerin in der Schweiz doch recht viel herumkam, hatte sie natürlich auch einen großen Bekannten- und Kollegenkreis. Das Problem für die Polizei: Niemand hat den Überfall gesehen. Es ist noch nicht einmal klar, ob tatsächlich nur ein Täter beteiligt war.
Es gab nur sehr wenige Ansatzpunkte. Da war ein gestohlenes Schmuckstück aus der Wohnung über dem Postamt. Da waren die geraubten Vignetten und die Frage, ob der Täter versucht hatte, sie irgendwo zu verkaufen. Und schließlich gab es auch noch die Tatwaffe, eine italienische Pistole der Marke Tanfolio Long Rifle. Viel mehr hatte man nicht. Die Frage war natürlich, hatte irgendjemand in der Ortschaft mitten in der Nacht den Täter kommen und gehen sehen? Zunächst fand man hier aber keine Zeugen. Die Kantonspolizei wendet sich an die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Sie wird sowohl in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich ausgestrahlt. Unser erster neuer Fall kommt heute aus der Schweiz. Es ist einer jener Vorgänge, die man auch nach längerer kriminalistischer Praxis nicht begreifen kann. Da wird eine junge Frau hinterhältig auf grausame Weise ermordet. Und so sehr man sich auch das Gehirn zermartert, man versteht einfach nicht, warum. Nach der XY-Ausstrahlung gingen recht viele Hinweise im Aufnahmestudio in Zürich ein, hauptsächlich zu der Tatwaffe und zu den gestohlenen Schlüsseln, aber auch zu den geraubten Vignetten. Eine heiße Spur ergab sich daraus allerdings nicht und bis 1997 hatte die Kantonspolizei rund 400 Hinweise in diesem Fall abgearbeitet und rund 30 potenzielle Tatverdächtige überprüft, alles mit negativem Ergebnis. Der Mord an Yvonne B. wird trotz einer sehr hohen Belohnung von 100.000 Schweizer Franken zum Cold Case. Doch die Beamten lassen nicht locker. Anfang des Jahres 2000 unternahm die Kantonspolizei Thurgau einen neuen Anlauf, um den Postmord klären zu können. Man wandte sich noch einmal an die Öffentlichkeit mit Zeitungs- und Fernsehberichten. Daraufhin gingen auch einige Hinweise ein, doch der entscheidende Hinweis kam erst Ende 2000. Und dieser Hinweis führte zu zwei Männern, einem Deutschen, 34 Jahre alt, und seinem Schweizer Komplizen, 32 Jahre alt. Die beiden hatten in den Jahren vor dem Postmord zahlreiche Einbrüche in der Umgebung begangen. Die Männer wurden zu dem Postmord befragt und legten zunächst Teilgeständnisse ab. DNA-Spuren, die am Tatort aber gesichert werden konnten, belasteten die beiden Männer dann schließlich schwer. Damit steht auch fest, entgegen den ersten Vermutungen wurde Yvonne B. von zwei Tätern überfallen. Zwischen 1994 und 1996 war das Duo in der deutschsprachigen Schweiz sehr aktiv. Dutzende von Einbrüchen gingen auf ihr Konto, auch mehrere Raubüberfälle. Der 61 Jahre alte Stiefvater des Haupttäters war ebenfalls an dieser Einbruchserie als Komplize beteiligt. Außerdem hatte der Mann ein schweres Sexualverbrechen begangen und wurde wegen all dieser Delikte schließlich zu 3 Jahren Haft verurteilt. Ab 2003 beginnt die juristische Aufarbeitung der Taten. Der erste Prozess gegen die beiden Täter begann am Bezirksgericht in Weinfelden im Mai 2003. Dort wurden der Haupttäter zu 14 Jahren und 2 Monaten und der Komplize zu 11 Jahren Haft und 11 Monaten verurteilt. Beide Täter gingen danach in Revision. Ende 2003 fällt das Obergericht Thurgau dann das finale Urteil im Berufungsverfahren. Der Haupttäter wurde wegen Mordes verurteilt und der Komplize wegen vorsätzlicher Tötung. Allerdings hat sich die Revision für die beiden Männer nicht ausgezahlt, denn das Obergericht stufte auch die Haftstrafen höher ein. Der Haupttäter musste 19 Jahre ins Gefängnis und der Komplize 15 Jahre. Der Mord an einer jungen, äußerst beliebten Postangestellten, begangen von 2 Schwerkriminellen.